Okay. Aber wenn ich jetzt mal, die 90er hast du eben erwähnt, ja, oder deine Anfänger auch so. Wenn ich jetzt mal zurück überlege, meine Oma hat immer gesagt, den Apfel darfst du nicht gucken, der sagt die bösen Wörter. So. Ja. Aber gibt es denn irgendwas, worüber du sagst, da will ich nie Witze drüber machen? Also nee. Ich hab, nee, ne? Gibt's nicht. Nein, weil das ist immer, man kann über alles lachen, aber nicht mit jedem. Das ist so ein Standardspruch eigentlich. Hallo ihr Lieben, wir sind heute Abend in Düsseldorf bei Ingo Appelt, bei seinem aktuellen Programm Besser ist besser. Ich freue mich riesig, dass wir hier sein dürfen. Guckst du dir das denn auch an? Natürlich. Bin ich ja mal gespannt. Weil wir sollten eigentlich dann hinterher drüber reden, oder? Weil immer so vorher, oder hast du es schon mal gesehen? Ja, ich bewusst glaub, viel, noch nicht. Genau, bewusst noch nicht, das sagen alle. Also weil es ist schon ein Erlebnis, das wirst du ja auch gleich sehen. Das ist wirklich, glaube ich, was anderes, als sich viele das vorstellen. Mhm. Deswegen rede ich eigentlich immer lieber hinterher, weil die Leute können bei mir in die Vorstellung sagen, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also war ich jetzt ja ganz über, ich war ja eher skeptisch, aber dann. Mhm. Also das finde ich mal ganz interessant. Also wenn du hinterher noch eine Meinung abgibst, wie es fandst, vielleicht sagst du hinterher, ja, totale Scheiße, kannst du auch erzählen. Jetzt bei dem Programm bewusst wirklich, dass die Leute sagen, hätte ich gar nicht gedacht, oder allgemein bei Ingo? Allgemein grundsätzlich bei Ingo Appelt. Ingo Appelt hat ja doch ein recht zweifelhaftes Image teilweise. Ist halt die alte Drecksau, ja, der Typ mit dem Fickenschild früher. Und dann sagen sie immer, ach nee, nee. Und dann denken sie, das ist alles nur so, was weiß der nicht. Manche sind auch verwundert, weil sie mich halt über Dieter Nuhr kennen. Mhm. Und dann denken sie, das ist nur politisch, dann ist es dann doch wieder versaut. Also man kann es ja doch nicht allen recht machen, aber es ist trotzdem sehr lustig. Aber die Düsseldorfer sind ja auch sehr begeistert, ne? Du bist schon öfter hier gewesen, es war auch immer ausverkauft. Ich bin jedes Jahr hier, das ist also eine, das ist, also wir haben, es gibt so ein paar Theater in Deutschland, wo man immer sagt, da läuft es immer gut. Das ist in Berlin die Wühlmäuse, das ist in Hamburg Schmitz-Tivoli und das ist in Düsseldorf eben hier das Savoy. Das ist halt einfach eine Baustelle, auf der wir immer wieder gerne auftauchen und die Balken rumtragen. Das ist immer wieder toll. Okay. Was ist am Düsseldorfer Publikum so besonders? Ja, die sind sehr euphorisch. Und die sind nicht ganz so selbstgefährlich wie die Kölner. Wobei die Kölner sind auch sehr lustig. Die sind auch sehr lustig, aber die Düsseldorfer sind nochmal... Ja, einfach so offen, die freuen sich immer. Mhm. Ist einfach, ich bin immer gerne hier, weil es ist immer eine super Stimmung. Liegt natürlich auch immer so ein bisschen an der Location. Ob es jetzt der Düsseldorfer ist oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Die Location ist super. Mhm. Also das ist so ein ehemaliges Kino eben. Also die Leute sitzen da rechts, also das ist so, hat was Ansteigendes. Das heißt, es gibt keine Sichtbehinderung. Es ist gut isoliert, der Sound ist super. Es ist gemütlich, es ist rot, plüsch, bisschen puffig. Schön. aber jetzt möchte ich trotzdem mit dir über das aktuelle Programm sprechen. Ja, wenn es denn sein muss. Fass es mir doch mal kurz zusammen. Kann ich ja nicht. Es gibt keine Zusammenfassung. Weil es ist quasi das Lebenswerk von Ingo Appelt, also quasi ein Best-of, aber mache ich ja immer, aus den, wie lange mache ich den Job jetzt? Sehr lange, ne? Ja, 25 Jahre jetzt, genau. Okay. Also ich habe 2017 haben wir jetzt und 1992 habe ich damit angefangen, quasi Programme auf Bühnen offiziell zu spielen. Das heißt, es ist jetzt genau 25 Jahre. Und wie gesagt, am Anfang war das eher noch so nach den Männern aus, also eher politisch, sehr auf Parodie. Ich habe ungefähr 30 Leute am Abend parodiert, also Helmut Kohl und Spaß muss sein, Norbert Blüm und so. Und davon ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Es gibt weniger Politiker, die man so nachmachen kann. Es gibt außerdem immer nur Merkel und Till Schweiger mache ich halt gerne. Grönemeyer ist Gott sei Dank noch dabei und Udo Lindenberg und so. Aber ich habe natürlich einen anderen Arbeitsauftrag mittlerweile. Also der Arbeitsauftrag heißt eigentlich seit ungefähr 10 Jahren, heißt er Männer erziehen. Also es ist eigentlich immer so ein bisschen, ich verzweifle ein bisschen an meinen Artgenossen. Das ist ja so momentan auch weltweit, ob es Erdogan ist, Trump, Putin, also wo man so hinguckt, man hat das Gefühl, die Drecksäcke, die Arschlöcher, die Zurückgebliebenen, die testosterongesteuerten Vollidioten sind wieder auf dem Vordermarsch. Und wir hatten ja, ich bin ja auch so Brigitte-Generation, wir hatten immer so gedacht, Frauen sind so gleichberechtigt und man kann auch lustig miteinander und du stellst irgendwie jetzt so nach Jahren fest, da ist noch ein langer Weg hin. Das haben wir jetzt ja auch in der aktuellen Debatte, so mit dieser MeToo und Harvey Weinstein und Sexismus ist doch noch ein Riesenthema. Und also wo du denkst, hä, was ist denn hier los? Weil ich bin so groß geworden mit so ein bisschen mit dem Frust, so Mensch, die Mädels, die sind uns alle total überlegen. So keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso gewinne, weil ich ein Mädchen bin. Ja, 90er halt. Ne? Das war so die 90er. I have the pussy, I make the rules. Das war so, ne, das war so diese Zeit, wo du dachtest, oh Jungs, jetzt können wir uns alle in den Ofen schieben, das war's für uns. Und da hat man jetzt das Gefühl, im Moment ist da so eine Rolle rückwärts.
Das heißt, wir haben total wieder die Machos und es gibt auch unheimlich viele Frauen, denen das wieder gefällt, wo du sagst, was ist denn mit euch los? Hm. Wie könnt ihr, also wie kann denn 53% der amerikanischen Wählerinnen Donald Trump wählen? Aber das ist es, dieses Modell, Frau sucht sich reichen Mann, scheint immer auch noch gesetzt zu sein. Wo man dann denkt, das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn da jetzt die Emanzipation? Wo ist denn jetzt die Gleichberechtigung? Wo sind wir? Und da bin ich jetzt mal dabei, mal an den Männern zu arbeiten. Okay. Aber wenn ich jetzt mal, die 90er hast du eben erwähnt, ja, oder deine Anfänge auch so. Wenn ich jetzt mal zurück überlege, meine Oma hat immer gesagt, den Appel darfst du nicht gucken, der sagt die bösen Wörter so, ja, ungefähr. Ne? Und heute hat man das Gefühl, dass die Gesellschaft so ein bisschen abgestumpft ist, finde ich. Also wenn heute jemand ficken im Fernsehen sagt, das guckt auch keiner mehr hinter dem Ohren vor so wirklich. Findest du, das hat sich so ein bisschen verändert? Es hat sich gewaltig verändert, aber es ist, es findet ja auch gar nicht mehr so häufig statt, wenn man ganz ehrlich ist. Sowohl, gerade Fernsehen ist doch sehr prüde geworden. Also jetzt im Verhältnis, ja, in den 90ern, wir hatten Liebe, Sünde, wahre Liebe. Ja, Tutti Frutti. Die Tutti Frutti, also das war Tittenfernsehen. RTL war Rammeltöten, Lallen, das ging nur so darum. Also das war so eine Aufbruchsstimmung halt. Auch, überleg dir mal, was wir damals gemacht haben. CSD gab es, ne, kam dann richtig groß. Love Parade alleine, wie wir da rumgelaufen. Es war alles so, wir waren alle sexy, enge Hosen, weite Ausschnitte. Das war alles so sehr androgyn, lustigerweise. Eben gar nicht so sexistisch, sondern eben auf so eine androgyne, so ein bisschen schwul halt auch, so von den Klamotten alles so ein bisschen bunt und übertrieben. Ich fand das ja eine großartige Zeit. Das war so, es hatte so was Befreiendes. Ja. Also angstfrei natürlich auch. Es hatte so was Lustiges. Und heute ist ja eher angstbesetzt. Die Leute sind viel vorsichtiger. Und man hat dann höchstens diese, gerade übers Internet, die Schamlosigkeit. Also die Menschen leben da zwischen Rassismus, Katzenvideos und totalem Hass. Und das ist so, das ist das, was im Moment eigentlich so der Mainstream ist, oder was schwierig ist, finde ich, ist die Schamlosigkeit und dass jeder den hat, ja, also halt die Fresse. Hm. Das ist halt so ein bisschen momentan. Ja, war damals nicht so. Aber ich empfinde dich trotzdem immer wieder, wenn ich dich im Fernsehen sehe, als optimistischen Menschen. Kann das sein? Also bist eigentlich. Man muss ja dranbleiben. Ich glaube, man muss. Das ist ja die Aufgabe natürlich auch als Comedian. Okay, das ist auch dein manchmal, Beruf, ja. Das ist mein Beruf. Ja. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Also das ist manchmal auch ganz schön, wenn man da so mal. So, das war im Sommer, da bist du mal so 6 Wochen unterwegs und musst keine Zeitung lesen, musst keine Nachrichten hören. Weil es ist ja wirklich so, wenn du das Zeug einschaltest, du kriegst erstmal schlechte Laune. Das ist mein Job als Komiker, aus dieser schlechten Laune was Positives zu machen. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es total anstrengend, weil du dir immer das Elend der Welt immer draufpacken musst. Hast du irgendwie so einen Flugzeugabsturz, wo eine 149 Menschen mit in den Tod reißt, wo du denkst, wieso machen Männer das? Und dann musst du daraus irgendwie eine Nummer machen. Das dauert dann eine Zeit, aber man kriegt es dann irgendwie hin. Aber es ist eine ganz schöne Belastung. Aber es ist ja auch wichtig, gerade für die Zuschauer, dass wir merken, es muss ja irgendwie weitergehen. Also dass man nicht so sich so in dieses Elend, kann man sich ja unheimlich gut reinsteigen. Das machen wir Deutschen ja gerne. Ich glaube, das machen Menschen grundsätzlich gerne. Ja, die Deutschen glaube ich schon extrem. Ja, habe ich auch gedacht, aber die Engländer sind auch nicht viel besser. Okay. Und die Franzosen, also wir haben da ja auch nochmal unterschiedliche Regionen. Aber so dieses alles Scheiße und Motzen und Meckern. Und das ist ja wirklich so, wenn man, wir haben ja früher gesagt, man kann den Leuten nicht in den Kopf reingucken. Man hat das Gefühl, mittlerweile über das Internet ja. Hm. Und was da so vorkommt, nee. Also früher ist es immer, die Gedanken sind frei. Heute denkt man sich, fang sie wieder ein und pack sie weg. Ich will es gar nicht mehr hören. Und das merkt man an sich selber ja auch. Also wenn du so über den Bahnhof gehst oder im Flughafen, du siehst Menschen, dann denkst du, ach, der Depp, ey, da denkt der Arsch sich eigentlich. Man ist eigentlich total negativ. Hm. Ja, und dann bist du total in so einer, und dann sagt er, kannst du mir mal helfen? Ja, natürlich. Ja, also man ist dann freundlich und hilft dann auch, und dann ist die Welt auch wieder schön. Also wirklich, dass man muss Positives tun, um Positives zu denken tatsächlich. Und wir Menschen sind tatsächlich immer tendenziell scheiße drauf, fühlen uns benachteiligt, den anderen geht es besser. Und ich finde, da ist, das siehst du ja jetzt gerade in der politischen Diskussion, dass ein Land wie Deutschland allen Ernstes darüber diskutiert, ob man Flüchtlinge aufnehmen kann oder nicht. Guck dir mal das Drama an in Bangladesch. Aber es ist so. Es ist egal, wo du bist. Es geht schlecht, ey, brauchen mehr. Wir schaffen das nicht. Und Gelaber. In Wirklichkeit sind die Menschen einfach total missgünstig und neidisch. Und ich versuche das natürlich in der Comedy einfach aufzuheben. Also ich habe immer das Gefühl, die Leute kommen bei mir rein und die gehen besser gelaunt rein als vorher. Darum geht es ja einfach, dass du einfach den Leuten ein gutes Gefühl gibst, auch wenn das mit ein bisschen Verarschung. Und das mache ich ja gerade bei den Männern. Den Männern versuche ich ja mal zu erklären, ne, setzt euch herab, macht euch runter.
Ne, nehmt euch nicht so ernst, ihr seid nicht die geilsten der Welt, ihr seid die größten Pisser, die rumlaufen. So, und das verinnerlicht das mal. Und ne, stattdessen immer, wir sind geil. Das hasse ich wie die Pest. Und da muss man mit den Jungs immer arbeiten. Und bei den Mädels ist das Gott sei Dank ein bisschen anders. Die sind auch frech. Teilweise, also sie sind halt auch sehr herablassend teilweise. Das kenne ich halt immer, wo ich immer gedacht habe, Mädels, echt, warum, weißt du, muss man immer die Männer immer so abstoßen? Muss man immer sagen, nicht genug, reicht nicht, mehr, mehr, mehr? Also diesen Leistungsdruck, den wir uns gegenseitig machen, der ist ja teilweise furchtbar. Du musst ein super Vibe sein, ein super Mann sein, dann musst du noch super Eltern sein, dann musst du noch geil aussehen, dann muss man noch einen geilen Job haben. Man muss in allen Bereichen super, 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 super. Und dann hinterher reicht es dann doch wieder nicht. Wo ich mir denke, ey, was ein Gejammer. Aber gibt es denn irgendwas, worüber du sagst, da würde ich nie Witze drüber machen? Also ich habe